einer der zwei Gründer von Storytime. Paul Knecht mein Name. Ich habe so ein bisschen gemischten Hintergrund, meine kleine Internetagentur gehabt, Grafikdesign studiert, Fotografie studiert, als Fotojournalist danach gearbeitet und im Fotografiestudium habe ich meinen Mitgründer kennengelernt. Ich bin Oliver, von der zweite Gründer von Storytime. Mein Hintergrund ist auch relativ technisch, Fachinformatiker, dann mal mit Informatik an der TU probiert, gemerkt, zu langweilig. Und habe dann das Fotografiestudium eben gemacht und wir haben auch zusammen unsere Abschlussarbeit im Ausland für 2 Monate bewältigt, was uns auch ziemlich zusammengeschweißt hat. Jeder kennt diese Text-Live-Ticker, die Spiegel Online und andere Nachrichtenportale haben, wo ein Ereignis Text für Text für Text abgearbeitet wird. Und wir als Fotografen und Designer haben gesagt, okay, das kann nicht sein, wie im Jahr 2014 war es damals, Nachrichten erstellt werden live. Es gibt so viele wunderbare Techniken, WLAN-Transmitter und sowas, warum sind da keine Bilder drin? Deswegen haben wir uns ein neues Format entwickelt oder überlegt. Das heißt, wir haben Bilder drin, aber auch Texte, Videos, Tweets. Also man kann im Endeffekt eine relativ bunte Berichterstattung machen. Man hat nicht nur Texte. Und das heißt, wir heben uns gerade mit unserem Produkt durch diese bunte Berichterstattung ab, mit diesen Texten, Videos. Aber, und das war nämlich das zweite Problem, wo wir immer als Fotografen arbeitslos wurden, die haben im Live-Blog immer nur Archivbilder genommen. Das heißt, was wir noch entwickelt haben, ist eine Smartphone-App, also keine teure Hardware, sondern eine App, die Bilder direkt von der Kamera nimmt und ins System überträgt. Und das Ganze funktioniert so gut und so schnell, dass die Bilder innerhalb von 3 Sekunden online sein können. Im Redaktionssystem tauchen die dann auf, zu einem Content-Pool, da kann man die dann quasi rüberschieben und so einem Drag-and-Drop-Prinzip in so einem Raster anordnen. Man kann die Bilder noch im Browser bearbeiten und kann Videos und Tweets dazu nehmen, das Ganze arrangieren und dann drückt man einfach auf Publizieren und hat einen Live-Blog und der ist auch so einfach einzubinden in jede Webseite wie ein YouTube-Video. Das heißt, unsere 2 großen Punkte sind halt, dass wir sagen, okay, wir haben ein multimediales Format, das wirklich spannender ist als bisher, das zieht quasi lange Aufenthaltsdauer und damit auch mehr Werbeeinnahmen. Und das zweite ist, das ist halt auch verdammt einfach zu realisieren für die Redaktion. Wir sind im Endeffekt mit einem ersten Scribble auch an eine Redaktion herangetreten, also wirklich auf Blatt Papier, haben uns da unser erstes Feedback abgeholt, haben dann mit einer Lokalredaktion getestet und da kamen ja schon die ganzen Startup-Gedanken rein, wie gründet man, was wir nicht beantworten konnten. Sind ans SCE, die haben uns da beraten und Unterstützung gegeben. Was auch ganz wichtig war, der hat uns ein Büro gegeben. Das hat uns quasi nochmal das Ganze in Drive eingegeben. Dann konnten wir auch anfangen, quasi ersten Werkstudenten dazu zu nehmen. Und mittlerweile sind wir in unseren eigenen Büros, sind ein Team aus 6 Leuten, überlegen, wie es weitergeht, wen wir als Nächsten reinnehmen und haben Kunden wie die Berliner Morgenpost, TÜV Süd, Fraunhofer, Allianz, Friedrich-Ebert-Stiftung und auch Spiegel Online, mit dem wir, was ich dich eingangs erwähnt habe, mit dem Text-Ticker. Auch die haben inzwischen mit uns getestet und wir sind dran, die als Kunden zu gewinnen. Und jetzt wollen wir natürlich schauen, dass das Ding in den nächsten Monaten weiter nach vorne kickt und wir weitere Kunden gewinnen können. Und auch wirklich in 1-2 Jahren wieder raus müssen aus dem Büro und als Software-as-a-Service-Startup wirklich quasi die Nummer 1 werden für Liveblogs.